Grandios. Da, Nora darf immer noch nicht in den Kindergarten. Es geziemt mir, mich als wahren Kenner auszugeben, aber ich kann dir versichern, dass deine Maschine perfekt gebaut wurde. Kannst stolz auf dich sein. Nun kannst du mit Leichtigkeit die raffiniertesten Materialien herstellen. Die Kunst kann voranschreiten. Es müssen einige Formalitäten berücksichtigt werden. Wie schon erwähnt, ich bin alles andere als ein fähiger Schmied. Ich kann dir lediglich versichern, dass alles höchstwahrscheinlich recht unkompliziert sein sollte. Meinem Verständnis nach verfügen alle Materialien über spezifische Erhitzungs- und Formbarkeitseigenschaften, die einen benötigten konstanten, wohldosierten Hammerschläge. Andere wirst du mit all deiner Kraft zurechthämmern müssen. Es ist von größter Bedeutsamkeit zu erkennen, wie heiß dein Hammer wird. Aber genug der Reden, mach dich ans Werk. Ich werde dich aus sicherer Entfernung beobachten. Schmiedemeister. Verwende die Schmiede. Schmiede. Okay. Durchsichtige Glasplatte. Stahl, Himmelsplatte. Ich hätte gerne eine Messingplatte. Ich verhungere. Warte. Du hast Hunger. Du willst gewöhnungsbedürftiges Essen haben. Schade, habe ich gerade nichts weiter. Nimm mal was Schlichtes. Das ist zu viel, okay. Ach, der Hammer darf... Okay, der Hammer muss wieder auskühlen. Jetzt verstehe ich's. Wunderbar. Das war beeindruckend. Für eine Anfängerin hast du das richtig gut gemacht. Ja. Abgebullt, bla bla bla. Neues schmieden zu können. Es werden unzählige edle Elemente benötigt. Okay, cool. Übrigens gemacht Fleisch und ein Rinderfondue. So, was ist denn mit Schweinefleisch und Öl? Was, nicht vergessen? Ja, ich muss alle Gerichte zubereiten, ich weiß. Kleine! Ach, du hast Hunger. Mindestens 2 Zutaten. Wie wär's mit süßem Tee? Oder süßem Kaffee? Hier. Bitteschön. Und du? Du hast Hunger. Du willst was Schlichtes. Gewöhnlicher Reis. Gut, läuft. Ihr seid gefüttert. Dann muss ich jetzt wieder nach Oxbury. Nehmen wir doch mal... Genau, nehmen wir mal den Weg zum Farmen. Komm, wir nehmen mal die Glimmers mit. Die ganzen komischen Käfer hier. Hoppala. Hui. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Ja, Mikey will neue Deko, ich weiß. Kennst du Journey to the Savage Planet? Sag mir gerade gar nichts. Nee, kenne ich nicht. Muss den Au- Was brauche ich denn für den Aufenthaltsraum? Dann kann ich nämlich Giovannis Story vorantreiben. Der Aufenthaltsraum. Ach, das ist das mit den Zinkbarren. So. Okay. Voll, das kam, die kamen von rechts, ne? Ja.
Glühwürmchen fangen. Kann ich dir empfehlen, das Spiel, okay. Bin gespannt. Kam vor ein paar Jahren raus, okay. Okay, hier ist ein rotes. Ah. Die roten sind wichtig einzusammeln. Ei, ja, hui. So, richtige Höhe, Hammer. Sehr gut. Feuerglut Samen. Geht sogar im Koop. Oh, nice. Hab euch. Die Glimps hier einsammeln ist eigentlich nur Beiwerk. Ich glaube, das ist dann die letzte Runde Feuerkäfer. Okay. Dürfte es gewesen sein. Ja. Das war's. So. Das war Schweinefleisch und Öl. Schnitzel! Don't call it Schnitzel. Nice! Ich kann Schnitzel kochen. Ich kann Schnitzel kochen. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. So, Öl und Fisch. Dann gehen wir mal wieder hier weiterfahren. So unglaublich viel zu tun in dem Spiel. So. Die Kisten. Ja, wir nehmen die Kisten noch mit und dann machen wir den Kometenschauer. Das, nee, das sind Pulsare, glaube ich. Das ist da oben vor Oxfury. Muss Crash sich im Gift bewegen? Ja, weil sonst ist es quasi ein statisches Bild, das durchlaufen würde. Wäre aber auch lustig. Man könnte auch machen, wenn es ein normales Bild von ihm ist, dass er irgendwo reinguckt, wieder zurückgeht, dann wieder reinguckt. Na? Das wäre möglich. So. Kisten. Sieh nur. Ich habe etwas gefunden, das dir gefallen könnte. Ah, cool, eine schicke Vase. So, tauchen. 10 Eisenerz. Die Kiste ist voll mit... Oh, mit Samen. Nice. Ich habe Bretter. Auch sehr schön. Fiedel-d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 ied
So, dann nehmen wir jetzt noch hier den Pulsarschauer mit. Schmeißen mal die Angel ins Wasser. Ich freue mich so auf Blood Bowl morgen. Und ich habe morgen nur einen halben Tag in der Arbeit. Eine gemeine Goldmakrele. Oh, cool. Es gibt ja keine Ahnung, wie viele Sachen, die man fangen kann. Ich glaube, die gemeine Goldmakrele hatte ich noch gar nicht. Hummer, du bist Hammer. Wenn du zappelst an der Angel, Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. So, mit wem muss ich da quatschen? War das Mikey? War Mike? Nein, Giovanni. Giovanni war das mit den Meteoren. Das sind Meteore, okay. Das wird ein Begräbnis, alles klar. Schauen wir doch mal. Das ist so cool gemacht. Das ist echt... Die Minispiele sind wirklich schön. Abwechslungsreich. Klar, du musst eigentlich immer nur Sachen einsammeln, schnell genug sein. Aber... Ich glaube, ich sollte rüber zur Windmühle gehen. Da war es eigentlich ganz gut mit den verschiedenen Höhen. So, schauen wir mal. Ja, hier Windmühle ist gut. Wow! Mehr Explosionen! Wir brauchen mehr Explosionen! Rums, 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 rums. Nice. Und 4000 Glimpse. Krass. Nehmen wir gleich den nächsten Meteorschauer noch mit. Ach, das ist jetzt fertig. Okay. Na, wie gesagt, Kev, ich schaue es mir mal an und sag dir im Discord, was ich damit anstellen kann. Ich brauche immer noch Zink. Ich muss dann gucken, wo ich Zink herkriege für den Aufenthaltsraum. Es ist zu dunkel zum Navigieren. Dann... Ja. Dann verhütten wir vielleicht irgendwas oder wir... Ah, ich kann jetzt mal gucken, was ich brauche zum Upgraden. Welche Platten ich herstellen kann. Das kann ich mal ausprobieren. Dann schmieden wir mal ein wenig. Das war jetzt Öl und Kopffüße. Sind auch Fischstäbchen, okay. Was ist mit Öl und Schalentier? Okay. Immer schön Bacon braten hier. Petrificus Totalus. Was ist das für ein Zauber? So.
kann ja mal was verhütten, das kein Zink braucht. Okay. Kupfer und Aluminium. Ich glaube, ich brauche durchsichtige Glasplatte, Kalk und Quarzpulver. Okay. Machen wir mal. Schauen wir mal. Alter, wie viel muss ich da drauf dengeln? Lässt Gegner erstarren, aha. Durchsichtige Glasplatten, da brauche ich glaube ich ein paar. Warte mal, machen wir das halt mal kurz, solange wir eh nicht fahren können. So. Solange der Hammer nicht komplett rot ist, kann ich direkt wieder draufhauen. Wie sie sich freut. Brauche ich Quarzpulver? Jetzt weiß ich, wofür ich das ganze komische Pulver brauche. Good to know. Kann ich direkt durchhämmern? Glaube ich, kann durchhämmern. Okay, bei der durchsichtigen Glasplatte kann ich wohl durchziehen. Ja. Gut zu wissen. So. Das hatte ich auch schon. Gebratenes Surf. So, Öl und... Das sind Pommes. Was ist mit... Wurzelgemüse? Öl und wahrscheinlich gebratenes Gemüsegedöns. Wieder da. Welcome back, Suri. Wir haben eine Schmiede. Wir können jetzt Dinge herstellen. Immer noch Zink. Auch immer noch Zink. Wir fahren wieder. Ey, du könntest locker das Spiel im Koop vielleicht spielen, dass mehrere Leute gleichzeitig auf dem Schiff Sachen hier bewachen oder farmen. Es ist unfassbar viel hier auf dem Schiff zu tun. Zugge! So. Dann reden wir doch mal mit der Frau von dem Tischler, der mich für 450.000 Glimps übers Ohr hauen will. In dem Café. Hier. Was? 450.000 Glimps? Wie unverschämt, aber mal ehrlich. Das ist viel mehr als eine übliche Rate. Wie kommt ihr überhaupt auf diesen Oh. Jetzt verstehe ich. Die Wohnung neben mir steht derzeit zum Verkauf. Sie kostet 450.000 Glimps. Der Preis ist nicht verhandelbar. Sehr raffiniert. Und auch sehr verstörend. Weißt du was, ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Er ist zu hilflos. Es sind gerade mal 3 Tage vergangen und schon versucht er, unschuldige Passantinnen hereinzulegen. Außerdem hatte ich ohnehin schon vor, ihn wieder bei mir einziehen zu lassen. Ich wollte ihm einfach nur eine Lektion erteilen. Sag ihm doch, dass er zurückkommen darf, okay? Aber bläu ihm eine Sache ein. Ab jetzt muss er im Haushalt helfen. Ich kann nicht alles für ihn erledigen. Ich bin ja nicht seine Mutter. Okay. Muss ich noch irgendwas in Oxbury machen?
Corndog, Tataki, Nudelsuppe, okay. Gott, wie kann ich denn Nudeln herstellen? Hummingbird. Profitki, Furugawa, Hummingbird, South Point Docks, Nordsee Pier. Okay. Also wollen wir hier mal wieder zurück. Alle aufwecken. Und wir fahren wieder nehmen wir das Taxi. Dann haben wir die Questline mal vorangetragen. Guten Morgen, du hast bestimmt Hunger. So, du magst wieder gewöhnungsbedürftiges Essen, das ist sehr gut. So. Na gut, 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 gut. Was war das jetzt? Öl- und Wurzelgemüse? Kurz angebratenes Gemüse. So. Öl und... Ja, Blattgemüse wird es... Ja, es wird das gleiche sein. Hm, er kocht's jetzt. Dü, 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 dü. So. Nehmen wir den Aluminiumdrachen mit. Ich denke, wir nehmen den Aluminiumdrachen mit. Fing. Dü, 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 dü. Uff da, uff da, uff da, uff da, dü, 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 dü. Messingplatte. Silberbarren. Warte mal, Silberbarren kann ich doch herstellen. Ha, Atul. Atul, hast du Hunger? Natürlich hat Atul Hunger. Und knuddeln tue ich dich auch. Nanu? Ach ja, ich bin beim Drachen. Was soll ich das noch machen? Silberbarren herstellen. Die mache ich kurz und dann gehe ich zum Alu-Drachen. Okay, ich kann gerade nichts herstellen, weil der Drache im Weg ist. Hallo? Na? Oh, Ach, ich muss zu Summers Haus, um das Ereignis zu starten. Übrigens, weil ich es gerade gesehen habe vom YouTube-Kanal, ich glaube seit gestern ist Season, nein nicht Season, doch, Season A Letter to the Future fertig. Na? Ich muss irgendwie, ach ich muss den rechten nehmen. Und jetzt muss es nach oben und jetzt muss ich darüber fliegen. Zettler. Und hui. Kommt er links raus. Das wird das Ende gewesen sein. Ja. Sehr schön. Bitte, ich habe dir die Pickel entfernt. Wiedersehen.
So, dann. Giovanni schreit wahrscheinlich nach Hunger. Hunger für Riemer. So, Ox, Embertown Park. Also wieder dahin. Dann bauen wir noch die Silberbarren.